Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des TechCasts. Endlich ist es wieder mal soweit. Heute im Gepäck sind die Themen Firewalls, Open Source Software und Streaming von TV-Inhalten. Und los geht's nach dem Intro. Ein schöner Spike fürs Audio und damit sind wir im Podcast. Hallo Alex, wie geht's denn so? Hallo Lukas, eigentlich ja, so hin und her, ne? So ein bisschen im Moment. Wir haben den wahrscheinlich Sonntag, den 17., denke ich, 17.? Wir haben gerade den 17.01. tatsächlich. Das ist sehr gut, den Montag, den 17.01. Heute ist unser neuer Livestream-Kanal GeekWixTV online gegangen. Was ich schon mal sehr cool finde. Und für alle, die lange drauf gewartet haben. Ja, also man merkt, es geht vorwärts. Ne? Ich versuche jetzt gerade so nebenbei ein bisschen noch zu implementieren, dass die Videos auf die Homepage kommen. Ne? Und diese Videos sollen ja dann als Playlist auch auf die Geek Freaks eingebunden werden. Ist ja irgendwo logisch. Und das ist jetzt auch so eine schöne Sache, denn im Livestream haben wir ganz viele coole Themen behandelt und viele Leute haben positives Feedback dagelassen, auch zu unseren neuesten Videos für Netzwerk und so weiter. Und nicht alles Feedback ist natürlich immer positiv. Das ist völlig logisch und ich habe mich jetzt in den letzten Tagen mit sehr viel positivem und sehr viel negativem Feedback auseinandergesetzt. Und ich glaube, auch viele neue Zuschauer erkennen den Anspruch gar nicht so wirklich, beziehungsweise reden immer aus einer gewissen beruflichen Professionalität heraus, ne? Weil vielen gar nicht klar ist, was unser Kanal eigentlich verfolgt. Also wohin der eigentlich geht und was der eigentlich macht, soll, tun, haben werden. Und ich möchte da manchmal so ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen. Auch die Podcast-Hörer werden das wahrscheinlich zu 90% schon wissen. Unser Kanal verfolgt ja nicht wirklich die Attitüde oder den Anspruch dahingehend, dass wir sagen, wir sind Alleswisser und wir sind die ausgebufftesten professionellen Techniker, die sich mit jedem Thema auskennen. Wir machen ja eigentlich Themen zu allem Möglichen, was uns so ein bisschen interessiert und zur Technik an sich. Ne? Genau, die Agenda ist ja eigentlich so basteln, was gerade so Lustiges los ist und so Learning weiter. By Doing, finde ich. Sachen, die es teilweise gibt, teilweise nicht gibt, teilweise nur teilweise gibt, für Leute zugänglich machen, dann auch mal so genau. Wie zum Beispiel unser Screen Copy Pack oder wo ja schon Leute uns eine E-Mail geschrieben hatten von wegen mit unseren tollen neuen HP-Adaptern. Genau. Ja, an sich generell ist sowas ja eigentlich nicht unser Ziel, irgendwelche Open-Source-Sachen zu kopieren für uns, sondern wir zielen damit ja immer nur drauf ab, Sachen zugänglich zu machen für Leute, die jetzt nicht unbedingt zig Tage Zeit haben, darauf zu warten, bis Platinen gefertigt sind, selber zu löten und so weiter und so weiter. Oder jetzt Screen Copy zu debuggen, dass sie das ordentlich selber zum Laufen kriegen. Absolut richtig. Und ich finde auch, unser Kanal ist ja eigentlich eher so ein Learning by Doing, ne? Durchaus. Und es ist ja auch so ein Hands-on. Also wenn jemand über fachliche Korrektheit sich beschwert oder sich allgemein beschwert, finde ich das immer relativ traurig. Weil solche Menschen, wurde mir vorhin vorgeschlagen, nimm doch Ubiquiti, ist alles klickibundi, schnell eingerichtet, dann brauchst du nicht so einen Schwachsinn machen und hier und da. Und überhaupt, du ruinierst völlig tolle Hardware und machst sie kaputt und gefährlich und lauter so Zeug. Und dann denke ich mir immer, ja, solche Menschen haben halt den Anspruch, dass man alles quasi nach Otto Normalmuster 0815 machen muss oder die Leute sollen die Finger von lassen, weil dann ist ja nicht richtig. Aber richtig definiert ja jeder für sich selbst. Und wenn jemand basteln will und was rausfinden will und lernen will, dann ist, finde ich, der Clicky-Bunti-Weg der völlig falsche. Da lernt man gar nichts. Ja, der Clicky-Bunti-Weg ist der Weg, der ja für Consumer mal eingeführt wurde, damit Leute, die eigentlich nicht sich jetzt unbedingt da einen Techniker für engagieren wollen, aber jetzt auch nicht wirklich Ahnung von dem Zeug haben, so ein Krams einrichten können dann. Genau. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr, sehr traurig, denn die Menschen, die werden ja selber wahrscheinlich auch schon ein bisschen verbohrt sein in ihren Ansichten. Ist gefühlt, ne? Kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen. Aber gefühlt sind es dieselben, die sagen, das ist nicht richtig und hier ist nicht richtig und es gibt nur einen Lösungsweg für etwas.
Das Meiner Meinung. ist eigentlich so, ich meine, im Linux-Bereich sagt man ja auch so gerne mal einfach, there's more than one way to kill a cat. Oder to Genau. skin a cat war das. Aber so Und genau muss man es ja nicht nehmen mit den Sprichwörtern. Es ist ja, einfach finde ich auch. so, es gibt sehr viele Wege, gerne irgendein Ziel zu erreichen. Und so ist es auch im normalen Leben. Besonders wenn man irgendwo zwischen Consumer, Prosumer und Pro manchmal hin und her pendelt in manchen Bereichen. Absolut richtig, so sehe ich das auch. Und ja, ich würde mal so sagen, also so aus meinem eigenen Feeling heraus, dass ich das schade finde, wenn sich solche Leute dann quasi zu uns verlaufen, mehr oder weniger, und dann enttäuscht sind oder etwas bewerten auf einer völlig falschen Grundlage oder eben aus ihrer eigenen Weltsicht heraus. Natürlich darf jeder seine eigene Meinung haben und jeder darf irgendwas quasi dazu raushauen. Ist ja auch logisch, ne? Das auf jeden Aber Fall. Ich meine, freie Meinung unterstützen wir ja. genau, und ich kann auch nicht wirklich selber, muss ich auch, ja, auch dazu sagen, ich kann ja nicht den Anspruch haben, dass jeder versteht, was wir hier machen oder warum wir es machen. Ne? Ich kann ja nicht einfach sagen, pass auf, du verstehst die Sache falsch, ich spreche dir ab, dass du das so sehen oder verstehen darfst, ne? Ja, ich meine, es fasst es ja eigentlich schon ganz gut zusammen. Wir sind jetzt auch halt kein Kanal, der sich direkt auf was spezialisiert, was wir da mal im Livestream ja für eine Frage gekriegt hatten, wo wir eigentlich uns drauf spezialisieren. Weil wir haben 3D-Druck, wir haben Netzwerktechnik, wir haben Betriebssysteme, wir haben Hardware-Basteleien und Talk-Formate haben wir auch. Alles, was das Herz begehrt, kann man eigentlich bei uns angucken. Aber absolut alles. Es gibt ja alles bei uns. Und deswegen schade, weil es ist einfach, was anderes. Klingt das jetzt blöd? Ich finde das einfach sehr schade, weil es gibt so ein riesiges Technikfeld, das man ansprechen kann, so ein riesiges Neugierdefeld. Und wenn man dann nur auf der Schulbuchlehre beharrt, oder kritisiert, ohne wirklich einen Anstoß zur Weiterentwicklung zu geben, dann finde ich das echt schade. Ja, es gibt ja auch teilweise so Wandel dann so von YouTubern, die sich dann immer weiter auf irgendwas spezialisieren, aber dann irgendwann der Content einfach nicht mehr guckbar ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein YouTube-Video sehe von einem Technik-YouTuber, wo ich das mal ganz interessant fand, alles, was der alle mal so gemacht hat, als der kleiner war dann. Nenne jetzt einfach mal keinen Namen. Aber dann heute gibt es nur noch dann so, wenn man dann noch mal vorbeiguckt, dieses und dieses Handy parallel einrichten, erster Eindruck. Dies und dieses Ja. Handy parallel angucken, wie hat sich das nach einer Woche so entwickelt, mein Eindruck? Absolut. Wie ist das Unboxing-Gefühl gewesen? Wie ist das Ladegefühl gewesen? Was denke ich nach einem Monat davon? Und was war der Langzeittest mit einem Jahr mal irgendwie so immer wieder mal drauf gucken? Und das halt so in einer Reihe, so dass man das so generell ausschlachtet dann schon fast, was da noch drüber zu sehen ist. So, ich meine, wie viel Content willst du halt eigentlich zu einem Handy bringen, wenn es ein neues gibt. Es ist so, Schade. das ist so, dann verliert man einfach so, finde ich, das Interesse. Und da, gerade da ist es doch immer schön, wenn man neue Felder irgendwo zu entdeckt und sich dann gegebenenfalls vielleicht anfängt für was zu interessieren, wofür man sich vorher nicht wirklich interessiert hat da. Genau das. Ich zum Beispiel bin gerade nebenbei dabei und habe jetzt meinen Open Sense endlich am Laufen, dank dem Lukas. Hat vor einer halben Stunde geklappt, deshalb hat sich das Aufzeichnen des Livestreams hier ein bisschen verzögert und es ist auch was Schönes, selber seinen Router und seine Firewall bauen, habe ich jetzt auf meiner Checkliste. Ich kann sagen, ich habe selber einen DIY-Router, den ich jetzt natürlich noch konfigurieren muss, einstellen muss. Ich muss natürlich noch ganz viele Sachen dran machen, ist ja logisch. Aber das ist eine Sache, wie viel Prozent der Menschen auf der Welt haben denn das gemacht? 1%? Viele holen sich dann einfach so was Kleines, Leichtes, wie jetzt auf doof gesprochen, Einfach eine Fritzbox oder Fritzbox. ein Ubiquiti-Gerät, wenn sie einen höheren Anspruch haben. Aber wer macht es denn noch wirklich selbst und hat auch den Anspruch, da noch Lehrvideos draus zu basteln? Da gibt es jetzt im Ja, deutschsprachigen da Raum meiner Meinung gibt's nach sehr echt wenig. wenig. Da gibt es auch sehr wenig YouTuber. Und ich dachte mir, genau das ist eben das Schöne. Wir können dann Mehrwert liefern. Klar wird es wieder genug Leute geben, die sich da jetzt beschweren.
Weißt du, was es auch gegeben wird? Genug Leute, die fragen, warum nimmst du denn nicht PFSense dafür jetzt, sondern OpenSense? Das kann ich gleich mal hier im PFSense ist doch Stream viel beantworten. besser. Kannst du gerne machen. Ja, pass auf, weil PFSense ist nicht besser als OpenSense. Erstmal vorweg an alle. Nein, ist es nicht. Denn OpenSense ist moderner. PFSense basiert auf einem, ja, Longtime-Support-Kernel. Ist so. Aber der Longtime-Support-Kernel ist auch nicht der neueste. Ne? Da gibt es noch ein paar neuere seitdem. Und OpenSense ist immer Bleeding Edge. Das Cutting Edge ist immer die neuesten Kernel, die neuesten Tools, die neuesten Plugins, immer die neueste Software. Und wenn man zusätzliche Features haben will, implementieren, ausprobieren und machen, beziehungsweise auch auf moderne Features angewiesen ist oder eben gerne am Puls der Zeit ist, dann sollte man vielleicht doch sich überlegen, lieber OpenSense zu nehmen. Das unterstützt auch witzigerweise sogar ein bisschen mehr Hardware und neuere Features, eben wegen neueren Kernels. Damit auch neuere Security-Features teilweise. Ja, und generell bin ich ja auch immer ein Freund davon, wenn es irgendwas Open Source gibt. Wobei Open Source kann auch manchmal ein Fluch sein. Ja, da brauchen wir gar nicht drum herumreden. Das ist immer so. Es kann Segen und Fluch zugleich sein. Ich persönlich liebe Open Source ja sowieso. Jeder, der uns kennt, weiß das, ne? Es ist ja, geht nichts über die Open Source Community. Das ist einfach so. Und was noch viel besser ist, ist, dass sowas, was Open Source ist, nicht irgendwann einfach paid sein kann. Das heißt, es wird. Das heißt, es wird nicht irgendwann einfach heißen, OpenSense kostet jetzt was. Es würde gegen viele Policies und Plugins und so weiter, es würde OpenSense downnehmen. Da müsste sowas Lustiges passieren wie aus FreeNAS für TrueNAS. Aber OpenSense in der jetzigen Form kann nicht paid werden. Es gibt natürlich ein paar paid Plugins, ne? Ich habe mir da schon ein paar sehr, 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 sehr geile Sachen angeschaut für automatische AI Detection und so weiter. Das gibt es halt alles in PFSense in der Art nicht. Das ist ein wenig, wie nennt man das so schön, konservativer. Mein Ja, Schmack. PFSense ist so das traditionelle, so großbekannte Gesicht, so hier Genau. quasi FreeNAS versus TrueNAS versus NAS for Free und so weiter, was alles unter der Haube eigentlich dasselbe ist, aber dann doch wieder was anderes. Genau. Und das ist, ich finde dann einfach die Alternative mit Open Source und neueren, besseren Softwarepaketen zu fahren, besser. Ja, aber tatsächlich so Open Source und Paid gibt es aber tatsächlich auch teilweise, dass es dann Features gibt, die du dann in den Paid-Versionen, dann wenn du denen eine Donation oder sowas hinterlässt, dann erst kriegst. Gibt's auch, aber das ist echt marginal und dünn gesät, ne? Ja, wobei tatsächlich manche Sachen, da denke ich mir dann auch so, ja, das ist jetzt so ein geiles Projekt, da unterstütze ich dann doch einfach mal. Zum Beispiel Fairmail habe ich mir einfach mal gekauft gehabt, Habe weil ich ich auch, einfach dank mal, dir. ja, ist ja auch. Ich persönlich finde das einfach so für Mobile so ziemlich den besten Client, besonders weil ich nicht irgendwie dann so einen akkufressenden Daueraktualisierer habe, sondern ich stelle den ein, ziehe dir einfach einmal in zur vollen Stunde die Mails von allen Clients und alles, was ich dann lese, ist eigentlich schnell genug da. Besonders Richtig. der aktualisiert ja trotzdem noch, wenn du dann doch reingehst und sagst eben, yo, ich warte jetzt auf eine Mail, das ist ja das Praktische. Absolut richtig. Deswegen, hey, ich sag mal so, ich finde das eine gute Sache. Bist du wahrscheinlich genauso d'accord wie ich. Genau. Und für alle, die sagen, das ist blöd, die können sich ja immer noch PFSense holen. Im Endeffekt bedienen sie sich zu 70% gleich. Ja, Ohne so ein Witz. bisschen PFSense und OpenSense. So. Tatsächlich war ich auch erst so der Typ, der angefangen hat, PFSense einzurichten, aber ich hatte so richtig, richtig weirde Fehler mit dem Routing einfach dann so, dass Echt? einfach teilweise Sachen nicht durchgegangen sind. Ja. Das Also, ich konnte ist. zum Beispiel keine Word.io teilweise richtig nutzen und dann habe ich einfach OpenSense mal ausprobiert und da ging es ohne Probleme. Das war tatsächlich so erst der Main Grund, warum ich erstmal von PFSense auf OpenSense geswitcht hatte. Echt? Ja. Das ist ja witzig. Okay, gut zu wissen. Ich liebe solche Erfahrungsberichte. Ja. Generell finde ich das Interface von OpenSense einfach so viel stilvoller als dieses altbackenere Interface von Ja, PFSense. das ist eine der Sachen, wo ich auch sagen muss, ist voll
ist einfach viel moderner. Erstens Dark Mode, du kannst alles customizen. Und das Schöne ist, wenn ich alles richtig einstelle, ich bin gerade ja an vielen Sachen dran und ich darf nicht zu viel spoilern, weil ganz viele Videos in Arbeit sind, die werden wieder, wie wir es eben so wissen, länger dauern, ne? Kennt man. Ja. Aber ich kann schon mal verraten, ich bin heftig, richtig heftig dran an Grafana. Und das Embedden von pfSense mit Geo-IP-Location und Grafana, das ist richtig fancy. Das kriegst du halt mit pfSense in dieser Einfachheit nicht hin. Ja, wobei ich dich tatsächlich schon fast enttäuschen muss, wenn wir uns tatsächlich dann VPN-Einwahl und so weiter machen, dann wird das mit den Geo-IP und so weiter ein bisschen schwieriger. Wieso? Wenn du nur die VPN-IP hast, kannst du dazu ja keine Geo-IP Nee, aber definieren. ich weiß schon aus jeder Quelle und das ist wieder so schön, das kann ich weiß ja schon vom Prinzip her, dass jeder, der über die VPN kommt, ne? Du weißt ja schon, wo die wohnen und kannst ja dann die Punkte auf den Bildschirm markieren. Ja, das ist das Schöne. Ich weiß ja, wer ihr seid, ne? Also da kann es mir dann relativ egal sein, nenne ich es mal so, weil ich kenne ja mein Team und ich weiß ja, wer zugreift. Also muss ich mir da jetzt erstmal gar keine Gedanken machen über, da weiß ich, ah, da ist jetzt wieder jemand über das VPN gekommen. Aber für alle anderen Traffic-Sachen finde ich es eine geile Sache. Wo wurde jetzt wieder was geblockt? Wo wurden Hacker in Honeypot geleitet? Von wo kam das und das und das, ne? Ja. Das ist, damit eröffnen sich auch ganz neue, coole Videoideen, finde ich. Ja, Honeypots machen auch immer Spaß. Ja, ich bin schon richtig heiß drauf, aber ich muss erstmal hier alles einrichten und die nächste Herausforderung, wo ich wahrscheinlich den Lukas auch noch ein bisschen nerven werde, einfach weil ich es für den Content fürs Video brauche, ist, jetzt wo ich meinen OpenSense habe, ich fange später noch an, ein bisschen IPs zu konfigurieren, ich muss ja auch WLAN neu aufsetzen und der WLAN-Router braucht ja auch wieder eine IP und bla 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 bla. Jetzt habe ich aber das Ding, dass ich Magenta TV ja wieder hinkriegen muss. Ja. Und Magenta TV an meinem Receiver, dafür gibt es keine Documentation. Okay, Also, da der, müsste ich mich die, aber auch erst mit auseinandersetzen. Magenta TV habe ich jetzt ansonsten nicht so viele Berührungspunkte mit. ja, ist leider der einzige Weg, wie wir hier TV bekommen. Und ich muss natürlich alles von diesem Streaming und diesem Zeug wieder durchleiten. Jetzt hier Setu und Konsorten gehen bei dir nicht? Nein, 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 Ist nein. doch Und ich zahle ja dasselbe. dafür. Ich zahle ja dafür. Ist ja in meinem Ja, Paket gut. enthalten, das komplette Magenta TV-Fernsehpaket. Und das heißt, Ah, ich klar, möchte es dass du nicht. das nutzen möchtest. Klar, weil wenn ich es eh schon zahle und im Vertrag mit drin habe, ne, wäre es natürlich sexy, wenn das aufgeht. Jetzt ist natürlich die Sache, dass die Sachen alle noch per Hand customized eingestellt, konfiguriert und fertig gemacht werden wollen. Und da bin ich Ja. gespannt. Und da werde ich wahrscheinlich Lukas seine Hilfe brauchen, weil da läuft viel mit Multicast-Streams und bla bla bla. Ja, können wir uns ja angucken dann, wenn es soweit kommt, dann, dass du das einrichten willst. Das würde mich sehr freuen. Wobei Also. ich eigentlich dir empfehlen würde, keine Ahnung, schmeiß hier Magenta TV eigentlich bei nächster Gelegenheit aus dem Vertrag raus und greife auf andere Dinge Das zurück, weil kann ich in 2 Jahren. nicht? Ja, gut, aber das ist ja trotzdem dann in 2 Jahren ist ja immer noch besser, als wenn du dann sagst, jetzt läuft es, jetzt werde ich es für immer behalten, weil es ist Klar. eigentlich unnötig überteuerter Kostenfaktor. Aber das Tolle ist, ich habe Disney Plus durch Magenta TV echt günstig bekommen. Ja. Ohne Witz. Rat mal, wie viel ich zahle für Disney Plus. Ach, keine Ahnung, irgendwie so einen obligatorischen Preis von 5 € oder so. Ja, genau. Ja, das ist Also ja super Standardzeug hier. günstig. Und das ist eine Sache, die mir halt dann doch sehr gefallen hat, weil ich so nochmal ein bisschen Geld dazu gespart habe. Meine Frau wollte es unbedingt waschen. Und dann ist es Ja, doch ganz klar, gut, wenn da man. kannst du dir natürlich so ein Kombipaket holen. Klar, und das war halt mit super Rabatten und so weiter. Weil mir persönlich tut jetzt natürlich die Preiserhöhung auch nicht weh. Weißt du, was ich Ja, meine? weiß ich, was, ja, weiß ich, aber tatsächlich finde ich es immer noch so witzig, dass du noch so einer der Menschen bist, die so Fernsehen gucken. Ja, also nur Streaming-TV haben wir ja. Ja, Streaming-TV, aber TV über Stream, Internet-Stream ist halt trotzdem TV. Naja, ich liebe es, mich hinzusetzen, nicht zu wissen, was mich erwartet, ne? Und dann einfach mal durchzuseppen und was Neues zu finden. Weil ich finde, die Leute sind viel zu vorgeprägt von ihrer Meinung. Viel zu vorgeprägt von ihrer Meinung. Und die sehen im Netz, klingt blöd, weiß ich nicht, was ich von halten soll. Jetzt, wenn du aber einfach reinsetzt, kann es sein, dass du einfach mal was findest,
wo du sagst, Mensch, das hätte ich mir ja nie angeguckt. Bin ich froh, dass ich da gerade drüber geschalten habe? Bin ich froh, dass ich gerade irgendwie den örtlichen Lokalsender da und da gefunden habe? Habe ich wieder was zum drüber diskutieren? Oder. Ja. Also ich stehe extrem drauf zu entdecken und mich überraschen zu lassen und außerhalb meiner Meinung zu sitzen. Das ist zwar ein Anspruch, den ich, wie ich vorhin erwähnt habe, schon habe an unsere Zuschauer manchmal, was fehl am Platz ist, leider. Aber ich habe diesen Anspruch auch an mich selber und an jeden. Dass man nicht sagt, pass auf, ich bin in dieser sturen Struktur, sondern hey, cool, das ist was Neues, ich will was Neues ausprobieren, ich will was erleben, ich will mich überraschen lassen. Weißt du, dafür finde ich ja so auch Random-Funktionen, so die dir einfach irgendwas mal so Ja. raussuchen und so weiter, dann doch ganz praktisch. Aber halt normales Fernsehen ist einfach so, ich habe bis jetzt so, mir ist halt, weil ich es halt jetzt nicht so wirklich nutze, ich habe hier zwar oben Satellitenanschluss direkt auch noch bei mir, aber mir ist das jetzt sogar gar nicht mal wirklich aufgefallen gewesen, weil der sowieso vorher schon kaputt war, irgendwie so ein bisschen hier der Stecker, habe ich tatsächlich nur irgendwie 50 Mal so einen komischen französischen Testsender reingekriegt gehabt hier. Okay. Und dann halt hier CNN, CNBC und so die drei üblichen News-Verdächtigen, die du überall empfangen kannst. Okay. Natürlich Ja. jetzt nicht so das goldigste vom Ei, wenn du Serien und so weiter mal gucken willst oder so, aber generell ist dafür, finde ich, so Satelliten-TV da einfach. Du hast da irgendwie nicht so ein großes Angebot, du hast irgendwie zig Versionen, NDR, WDR, sonst was, DR und so Ja, weiter ja, und ja. gefühlt. Und alle haben irgendwie dasselbe Programm, dann hast du die ganzen Privatsender, die darfst aber auch nur in Matschi-Quatschi-Qualität gucken. Richtig. Ist auch so witzig, so wenn du dann einmal irgendwie von diesen Privatsender mit der 7 was im Internet guckst, es pixelt so mit 240 Qualität vor sich hin. Die Wodka-Gorbatschow-Werbung ist aber dann in HD Plus ungefähr verfügbar. Ja, das ist So. ein sehr bekanntes Problem, ne? Es ist so, dann so, fühlst du dich irgendwie so verarscht. Besonders wenn du dann keine Möglichkeiten hast bei solchen Seiten, dann nur weil du ein einziges Format mal gucken wolltest, dann die Qualität einzustellen, weil sie sagt, wir messen das automatisch aus und Leute, ihr könnt mir hier mehr reinschieben, als ihr den meisten Leuten überhaupt als Streamer kodieren könnt für euren 720p Stream. Richtig. Das müsst ihr nicht ausmessen und mir sagen, hier läuft nur 736 mal 245 Pixel in meinem Monitor. Irgend so ein toll krummes Format, tatsächlich ist das häufig. Kennst du doch. Ja, ich weiß, es ist. Es ist grausig. Sie wollen es halt einem so verkaufen, ne? Ja, dann darfst du so tolle HD Abos und so weiter da noch holen, darfst hier bezahlen und so. Was an sich Fernsehen und auch, ich meine, wir haben hier zwar Sky bei uns im Haus. Ja. Ich persönlich mag kein Sky schon, allein aus dem Grund, es ist, ich, okay, ich selber bezahle jetzt nicht dafür, aber es ist bezahlt Fernsehen und es läuft Werbung. Ja, ich weiß. So, Das hat ich aber meine, Sky schon immer als Problem, ne? ja, aber entweder oder, ich will doch keinen Film dann mit Werbeunterbrechung haben, wenn ich hier fürs Fernsehen bezahlt, okay, Filme sind meistens dann doch, kannst du sie eigentlich auch ohne Werbeunterbrechung, wenn du sie jetzt nicht über einen normalen Sender irgendwie guckst, sondern da über das Ding direkt anwählst, dann kannst du sie ohne Werbeunterbrechung irgendwie angucken. Ja. Aber generell sonst so. Das stimmt schon, hast du recht, das ist absolut recht. Das ist halt, Vor allen Dingen halt laufen da immer dieselben gefühlten paar Filme, so. ja. Da ist halt nichts Neues. Das ist ein Riesenproblem, dass immer dasselbe Zeug läuft. Und die Ja. kriegen halt keine neuen Lizenzen ran, ne? Kriegen keine neuen Lizenzen ran und müssen sich dann so partnern, von wegen, jetzt hier kriegst du Netflix und so weiter dabei. Oder so wie die Telekom das ja auch partnert mit Disney Plus und so weiter, dass du das Angebot dann attraktiver machst für Leute, die das sich dann einfach dazu kaufen zu ihrem ganzen Kram, weil dann verdienen sie ja daran, anstatt jetzt alle anderen. Absolut richtig. Was ich halt schön fand, warum ich das Ganze dann gemacht habe, warum ich es mir überhaupt geholt habe, ne, ist, pass auf, cool, ja, ich habe ja meine Streamingdienst und Dings und TV-Box habe ich quasi unter einem Dach. Manchmal schaue ich aber trotzdem noch gern Lokalsachen an. So, ich bin so und ich schaue ja manchmal Lokalfernsehen. Das gebe ich zu, ist keine Schande, ich mag das manchmal. Und es gibt auch noch ab und zu Sachen, die ich öffentlich-rechtlich unterstütze. Nicht mehr so viele wie früher. Aber durchaus gibt es noch ein paar einzelne Prozentchen, ne? Denen ich das
quasi zuschreibe, dass ich sage, pass auf, okay, das ist vertretbar. Und natürlich der Überraschungseffekt bei vielen Sendern, stehe ich halt drauf noch. Aber sonst ist es auch schon dünn, ne? Also Live-Übertragungen gibt selten was Gutes. Es gibt insgesamt selten gute Sachen. Ja, das Muss. ist halt so, aber gerade so, ich weiß nicht, Lokal-TV gibt es bei uns in der Region, glaube ich, gerade einmal so gar nicht wirklich, aber. Oder was meinst du genau mit Lokal-TV? Diese, keine Ja, Ahnung. bei uns jetzt zum Beispiel Bayerischer Rundfunk. Du kannst nicht alles von anschauen, ab und zu mal BR3 oder BR-Alpha gucken, vielleicht auch mal in jetzt irgendeinem MDR reinseppen oder WDR mal gucken, was da passiert. TV Oberfranken ist selten gut, aber manchmal ganz interessant bei uns in der Region halt, wenn mal irgendwie was Obskures aus der Nähe dran kommt. Ich kenne ja die, zum Beispiel die Leute, die dort arbeiten zum Teil. Ja, ich finde es okay. Ich finde es soweit noch okay. Oder du selbst mal irgendwann rein auf Arte nachts und schaust mal, was gibt es denn für weirde neue Sachen. Im Moment weniger, ne? Ich bin ein Mensch, der immer jetzt Ja. mit Kind nicht mehr oder nicht möglich. Oh, die Aufnahme ist ausgestiegen, die Audioaufnahme. Was möchte ich? Genau, ich bin so ein Mensch, der eigentlich immer bei N24 oder NTV eingeschlafen ist. Random Dokus, random Wissen aufnehmen und dabei wegpennen. Das war so mein Ding. Kommt irgendwann wieder, wenn ich wieder quasi Fernseher zum Einschlafen nutzen kann. So ist es für mich im Moment ein bisschen anstrengend, aber das war so my thing. Ja, tatsächlich so. Dokus sind eigentlich auch so das Einzige, was ich so finde, kannst du dir eigentlich meistens so Richtung angucken. Aber Ja, habe ich gern so, gemacht. ja, irgendwie, ich habe so gut wie sonst nie was Interessantes gefunden, wenn ich irgendwo mal Fernseher anmache und hier durchsepp dann. Ist immer so, entweder fühle ich mich so, als wäre es Altersgruppe 60 plus oder irgendwie dann habe ich doch auch keinen Bock auf anderes Tele-Shopping-Zeugs True. und so. Ich muss sagen, ich mag halt Dokus, ne? So, ich mag das, ich mag Weltraumdokus, ich mag alles, was mit Physik zu tun hat. Manchmal bin ich auch umgesprengt und habe einfach mal solche Leute angeschaut, wie, wer ist da noch der Hübsche? Saucy One oder ab und zu auch die ganzen. Speedruns. Erinnerst du dich Ja. an den Karl, der über die Speedruns immer berichtet? Nein, gerade nicht direkt. Echt nicht? Sagt mir nicht so. Nee. Der Erhisst Kerl, du? der über die Speedruns berichtet, ist mir geradezu ungenau. Oder meinst du hier Rocket Beans? Nee, A History of. Und das ist jetzt mein Tipp so für die ganzen Nerds da draußen, ne? Ich suche mal kurz. Oh, habe ich schon lange nicht mehr geschaut, weil ich es nicht mehr konnte. Aber Oh. generell so, wo wir schon beim Stichwort Rocket Beans und so weiter sind, das ist eigentlich halt mal sowas, was ich ab und zu mal einfach so nebenbei hier anschalte oder so, wenn sie irgendwie da auch mal hier Speedrun Randomizer Show oder sowas irgendwie machen oder generell bin ich ansonsten ja auch so, ich bin so jemand, ich höre irgendwie gerne so, entweder höre ich irgendwie so ein bisschen Musik, wenn ich irgendwas mache so oder ich mag das so, wenn irgendwie so ein bisschen im Hintergrund geredet wird, einfach so Podcast oder auch ein Hörspiel so. Ich habe noch richtig schön Hörspielzeugs und ich bin ja auch so ein Büchermensch und höre deswegen auch einfach gerne Hörbücher, wo es einfach nur eine Lesung ist. Das verstehe ich. Oh, ich habe es gefunden. Heißt Summoning Salt, geschrieben Summoning Salt. Wer Bock hat, anschauen. Die Videos sind großartig. Jedes Video geht mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde. Und er geht extrem detailliert ein auf World Record Progressions für Speedruns, für andere Spiele, für Obskuritäten, für Mario, für Pokémon. Zum Beispiel Blindfolded Punch-Out war krass. Es gibt wirklich eine Riege von Playern, die den Weltrekord für Speedrun hinterherlaufen für mit Augen verbunden Nintendo Entertainment System Punch-Out spielen. Und dann quasi das Spiel speedrunnen. Und das Okay, sind echt. klingt witzig. Weil das Spiel musst du eigentlich mit Laser spielen. Also ist ja so Bewegung, oder du musst auf jeden Fall. Es gab ja die Bewegungssteuerung quasi, ne? Ja. Beziehungsweise dieses wie Lasertag-mäßige, aber
Mit dem Controller musst du ja genau ausweichen. Du musst, das ist ja das Mike Tyson-Spiel. Und musst ja richtig boxen. Und die haben das so im Kopf, dass sie das Spiel blind spielen. Völlig krass. Also Das die Doku dazu ist auf krass. jeden Fall. Also bis du es Oder. wirklich blind hast, ich meine, dann musst du ja dich nur einmal irgendwie, muss ja mal die Steuerung nur ein bisschen haken und du musst an der falschen Stelle sitzen und du kommst da erstmal nicht wieder einfach raus. Absolut, oder da waren Sachen dabei, wie zum Beispiel, wie sie das Wireframe-Meshwork von Super Mario Kart Wii auseinandergenommen haben, um den Ultra-Shortcut zu finden, dass sie Runden so kurz fahren wie können wie möglich, dass sie alle Abkürzungen nutzen. Oder alle Skips und Tricks warpless auf Mario und so weiter. Es ist also das sind Sachen, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass sie existieren in Spielen, die ich natürlich als Kind gespielt habe. Und das ist zum Einschlafen. Der hat so eine extra beruhigende Stimme. Fenster Ja, halt super wobei weg. Speedruns finde ich eigentlich immer interessanter, fast noch, wenn sie einfach glitchless durchgeführt werden und dann einfach zu sehen, wie schnell die eigentlich die Story so nach sich eigentlich gewollten Aspekten machen können, weil ich nehme mal hier einfach eins meiner Top-Favorite-Games hier, Prey, einfach wieder als Beispiel. Da gibt es Speedruns, die dauern 4 Minuten. An sich, die in 4 Minuten kannst du dir vorstellen, da geht keine irgendwie ansatzweise irgendwas durch die Story, sondern du siehst eigentlich quasi, wenn sich Leute speedrunnen, eigentlich nur, wie sie sich quasi durch Wände glitschen und dauerhaft out of bounds sliden, zwei Sachen aufsammeln, weiter sliden und dann irgendwo kurz am Ende wieder in die Map reingehen und das schnellste Ende, was am lahmsten ist, kurz Oh ausführen. ja, ich weiß, was du meinst. Das ist aber nicht, was ich jetzt damit, also was der gute Herr quasi proklamiert. Das ist das Schöne. Und zwar geht es da eher darum, die interessantesten Kategorien. Und das ist auch sowas, interessanteste Kategorien, die die meisten Leute gerade gut finden oder spielen, weil die kürzesten sind nicht immer die coolsten Kategorien. Ne, es gibt ja für jedes Spiel, und das ist auch abgefahren, ja unterschiedlichste Kategorien. As simple nimmst Mario. Alle Sterne, nicht alle Sterne, alle Level, nicht alle Level, ne? Mit Glitch, Ja. ohne Glitch. Und es gibt so viele Kategorien pro Spiel. Und für jedes Spiel ist auch eine unterschiedlich, finde ich interessant. Es gibt so viele Geschmäcker und dir geht halt viele auch mal durch. Aber bei solchen Sachen, wenn ihr, also es gibt wenig Leute, die sowas machen, World Record Progressions oder so, er macht alle 2 bis 4 Monate ein Video. Weil es so lange dauert zu researchen. Zum Beispiel Contents vor Reddit-Zeiten, Foreneinträge von 2001, der zitiert ja alles her. Der geht die komplette durch, wo war der Rekord damals, wie ist es dahin gekommen, wer hat mit wem telefoniert und welchen Trick rausgefunden, dass man von PAL auf NTFS-Konsole wechseln muss oder. Das sind Ja, einfach das für mich ist so aber geile wirklich Fakten. der Zeugs, das absolut schwierig zum Recherchieren ist. Genau, und der macht es halt. Das ist abgefahren, der braucht Ja. 2 bis 4 Monate, um das Zeug zusammenzuhaben und zu recherchieren, manchmal noch länger. Und das sind hochinteressante Sachen, finde ich, weil es ist teilweise verlorenes Wissen, vielleicht auch umsonst Wissen. Aber es sind Faszinosa, weil viele Leute da viel Energie und Leidenschaft in ein Hobby stecken. Und es ist schön zu sehen, wie sich Leute quasi ihr eigenes Spiel schaffen können aus einem Basic-Spiel. Weil quasi schaffen die sich ein ganz eigenes Universum an Unterhaltung, Entertainment, Zielen, Motivation. Sie schaffen sich ein ganz eigenes Universum der Unterhaltung. Aus einem Basic-Ding wie einem Spiel raus. Und dann könntest du sagen, ja, pass auf, die besten 30 Euro meines Lebens. Ich spiele seit 40 Jahren dran, so eine Art. Aber die Möglichkeit und der Skill, dass Leute sich in Gruppen für etwas begeistern und zusammenfinden an einer Idee von irgendeinem Blödsinn heraus. Das ist irgendwie cool. Das muss nicht immer alles einen Sinn und Zweck haben. Die treffen sich einfach oder battlen gegeneinander oder erfinden da Sachen, Kategorien oder Ziele, die sie sich selber stecken. Einfach aus dem Antrieb des Menschen heraus, hey, ich habe mir das Ziel gesteckt, ich fand es irgendwie cool, jetzt zieh ich es durch. Ja, das ist so, auch so Sachen sind da so, die dann das Spiel wieder interessanter machen. Zum Beispiel auch hier Resident Evil wurde dann am Ende wieder Randomizer-Funktion und so weiter, alles immer eigentlich reinkriegst dann zum Beispiel, die du dann irgendwo runterladen kannst, die du ausführen kannst, wo das dann nochmal das Spiel, wo du es wirklich teilweise kennen musst und wissen musst, wo die Items liegen, damit du halt nichts übersiehst, was du wahrscheinlich irgendwo brauchst. Voll. Weil das
Vor allem, das macht auch immer Inventarmanagement voll witzig, weil es kann Mhm. einfach sein, dass du komplett abkackst die ganze Zeit und plötzlich bist du overpowered AF, sag ich. Einfach mal. Ja. Finde ich, es ist genauso. Aber weißt du, ich glaube, ungeschlagen in Euro durch Spielzeit gerechnet, ist wahrscheinlich für Leute, die es mögen, einfach Minecraft. Meinst du? Weil, ja, ich meine, so viel unterschiedlich Zeit, wie du da einfach immer reinstecken kannst und wie viel neu du in dem Spiel machen kannst, da kannst du so weit viel versenken. Und da gibt es ja auch für jeden irgendein Modpack oder sowas. Ich meine, wenn ich mir mal überlege, wie viele Zeiten meines Lebens ich eigentlich schon mal in Technik-Modpacks gesteckt hatte. Für mich war genau das immer, für mich war genau das immer Skyrim. Weißt du, was ich meine? Ja. Und es war immer Skyrim für mich und Skyrim modden. Ich glaube, da habe ich Jahre meines Lebens reingesteckt, einfach um es so zu modden, wie es ich haben will und das so cool ist. Ohne Witz, ohne Scheiß. Ja, Skyrim, ja gut, gibt's auch Und sehr viele dann, Mods. ja, und dann so richtig Gut. anpassen, wie ich es haben will und so weiter. Also habe ich echt viel Zeit investiert. Ich Gut, meinte also. jetzt halt Minecraft gerade von dem Aspekt her, wie viele Player es eigentlich hat, wie günstig im Vergleich zu AAAs und so weiter das Ganze mal auf jeden Fall war. Ich Ja, meine, seit voll. es Microsoft gehört, steigt der Preis kontinuierlich und wird auch immer ein bisschen mehr rumgemurkst. Und mittlerweile wird in C Bebebe gemacht und so weiter. Bedrock-Zeug sage ich da nur, das mittlerweile nicht mehr Bedrock heißt. Ich bin mal Ja. gespannt. Ich bin Ich eigentlich auch glaube, noch nicht so ein Fan davon, auf Microsoft-Accounts zu migrieren. ich auch noch Ja. nicht. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Aber gut, das wird die Zeit zeigen, was sich damit bis zum nächsten Hype eines Sandbox-Spiels oder eines Dings zum Beispiel. Es war ja auch eine Zeit lang das schlecht zu spielendste Spiel überhaupt da, wo du ein Typ bist, der einen Topf hockt und mit der Axt rumwedelt oder Slither.io oder was da alles als Hypes kam. Da kommt ja immer irgendwas. Ja, Minecraft das stimmt. ist halt der langanhaltendste Hype bis jetzt, den es gab. Ist der Aber lange selbst. erhaltenste Hype, aber ja, es ist halt einfach so, es kommt auch ständig neuer Content. Wobei ich halt echt so, wie gesagt, ich finde es so traurig, wie Microsoft so gerne so Sachen nimmt, die mal gut sind oder gut gemacht, die sie gut gemacht haben und dann einfach anfängt, irgendwas Kacke drin zu Ja, machen. es ist normal, sie Es verhunzen ist, alles, was sie anfassen. ja. Das ist gewöhnlich, das haben sie schon immer Das ist, gemacht. ja, das, ich habe mich schon längst dran gewöhnt. Ich habe deswegen meine Windows schon lange kein Major-Upgrade mehr verpasst, sondern einfach bin ich auf Long-Term-Support umgestiegen und fertig ist. Ja, Weil solange ich es dann eine geht. performante Version habe, die einfach wirklich 100% meines Rechners nutzen kann. Ist aber auch eine schöne Konklusion für unseren Podcast, ne? Hört nie auf, Genau. euch zuerst zu begeistern und schaut, dass ihr an guten Sachen so lange festhalten könnt, wie es eben geht, denn irgendwann werden die jedem entrissen. Nichts ist für eine Ewigkeit, ne? Ist halt so. Auf jeden Fall. Wobei tatsächlich manchmal, wenn wir noch ein bisschen anschneiden wollen, geht es auch so Sachen so, wo zum Beispiel Autoren von Büchern das gut hinkriegen, die Story zu beenden, dass du dich freust, wenn sie noch einen weiteren Teil machen, aber jetzt auch nicht mega enttäuscht bist, weil es nicht mehr weitergeht, weil die Story so entrissen wird. Weil Ja. das, es gibt so nichts, was ich eigentlich mehr hasse, wenn so langfristige Stories dann mit so einem halboffenen Ende beendet werden, falls man irgendwann mal einen Nachfolger machen will. Ja, richtig. Absolut richtig. Also manchmal ist man dann nicht traurig, wenn man sagt, ist gut, dass das jetzt vorbei ist. Aber manchmal wäre es auch schön, wenn es noch ein bisschen geht, ne? Das auf jeden Fall. Also da zitiere ich für mich persönlich selber immer Firefly. Aber man sollte Firefly nicht hinterher weinen. Ich habe es aufgegeben. Genauso wie ich aufgegeben habe, Akte X hinterher zu weinen. Ja, ich habe jetzt gerade angefangen, als Buch, das ich lese, hier noch Ready Player 2 ist die Fortsetzung von Ready Von Ready Player Player 1. One. Genau. Ich weiß nicht, ob du schon Ja, gelesen hast oder so. nee, gelesen und ich, wann lese ich denn? Ich komme ja nicht mal zu den Sachen, die ich eigentlich machen müsste. Ich weiß nicht, also wenn, ich habe mir halt, ich bin auch kein Mensch, der halt wirklich mehr, also Papierbücher mag ich gerne zwar noch, aber es ist einfach so, die habe ich nie parat, wenn ich dann mal irgendwo Zeit zum Lesen finde. Zum Beispiel, genau. Deswegen bin ich ja absoluter Fan, einfach hier E-Books auf dem Handy, so hier einfach EPUB im Reader oder einfach hier Scope und los geht's.
ist auch keine Werbung, aber generell so E-Book Flatrate finde Ja. ich da persönlich geil, weil kannst du einfach zwischendrin so, machst das Handy auf und anstatt dass du irgendwie so Zeit, die andere Leute dann in Mobile Games investieren, lese ich halt einfach ein Buch. Wenn ich abends einfach nicht pennen kann oder so, lese ich eine halbe Stunde ein Buch. Zum Beispiel. Wenn man die Zeit hat, ist das eine super Alternative. Das ist eben Das. genau das. Stay hungry. Informiert euch, liest nebenbei was. Es ist ja eine schwere Zeit für uns alle, ne? Auch wenn man daheim sitzt. Man kann sich alles immer interessant gestalten und immer neue Sachen entdecken. Und das ist eine Sache, die ich jedem von euch ans Herz legen will. Ja, Entdecken genau. und mehr Anspruch an sich selber stellen und an andere. Es birgt zwar die Gefahr, dass man vielleicht mal enttäuscht wird, aber im Long Term, denke ich, macht man so mehr aus der kurzen Zeit, die man eh nur hat. Genau, da der Alex jetzt ja schon fast anfängt wegzumoderieren, würde ich einfach mal sagen, wir bedanken uns einfach schon mal jetzt bei allen Zuhörern. Schaltet noch nicht komplett aus, weil jetzt kommt nämlich noch die Sternchenwerbung Sternchen für unsere Seite, weil ihr könnt da nämlich auf thegeekfreaks.de unter dem ganzen Live und so weiter, Live und Podcast, da könnt ihr nämlich auf so eine Themenumfrage klicken. Und könnt uns da sogar auch Themen für den Podcast hier, worüber wir reden sollen. Vielleicht schreibt es noch dazu, weil die ist auch für einen Livestream-Umfrage, aber ich will das nicht so klattern, dass die Leute sich so überfordert fühlen, wenn da so viele Felder sind zum Eingeben. Also schreibt da einfach so, Podcast könnte doch mal über das und das reden rein. Oder wenn ihr nicht, da gar nicht nutzen wollt, weil er nicht vertraut und so weiter wegen Cookies, könnt ihr uns auch einfach per E-Mail kontaktieren und auch gerne Feedback dalassen. Wir freuen uns auch wirklich über nette E-Mails, die wir kriegen können. Foren und so weiter, Discord, ja, findet ihr auch gerne alles auf der Webseite, will Moritz ja, dass wir erwähnen. Ansonsten E-Mail-Adresse zum uns anschreiben, podcast@thegeekfreaks.de. War das genug Werbung? Ja, das war super. Gut, mit dieser herben Enttäuschung der Werbung verabschieden wir uns dann aus dem Podcast. Wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine Nacht, je nachdem, wann ihr das gehört habt. Bis zum nächsten Mal Wir freuen uns und sehr. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Eingehauen. wiederhören. Ja, und ciao.